Und da vorne fliegt's. Jetzt bin ich auch. Ich hoffe, dass die ganzen. Ach, gucke mal, wer hier ist. Gehst du auch. Ah, ich wollte schon fragen. Gehst du auch kleiner? Ah, das ist der Settings-Button. Haben sie ja schön hingekriegt. Ich war erst etwas. Ja. So kann man sich halt auch für Blinde das Ganze anzeigen lassen. Ich werde mal ein bisschen. Wir können ihn ja ein bisschen größer machen. Der ist ja nicht immer da. So, wo hatten wir den früher? Hier, ne? Da können wir auch schon unser Ziel auswählen. Also, das ist schon mal ganz gut gemacht. Ach, guck mal, da leuchtet dann sogar unser Docking-Ziel. Wie geil ist das denn bitte? Also, Docking Alignment Indicator. Ich wusste gar nicht, dass der ein Update erfahren hat. Ich habe den einfach wieder runtergeladen und draufgeschmissen. So, wir wollen noch ein bisschen in Zielrichtung. Und dann wollen wir uns nullen, bevor wir den Antrieb abschmeißen. Weil mit dem Antrieb docken, das kannst du vergessen. Das ist dann eine Nummer zu hart. So. Aber ein Docking-Port ist, glaube ich, frei. Stimmt, wir haben ja hier das Experiment gelandet. Und dann. Jetzt muss ich nochmal gucken, was haben wir denn hier eigentlich? Ach, scheiße, hier haben wir gar keinen Docking-Port montiert. Da können wir aber einen von diesen Kirby-Trail-Dinger, die können wir ja nachträglich einbauen. Was ein Glück. Können wir dann da drauf packen. So. So, ich möchte uns noch ein bisschen näher ranbringen. Meter. Ja, ein bisschen geht noch, komm. Meter. Und jetzt wollen wir das Ganze mal zum Stillstand bringen. So. Und 0. Jetzt sind wir zumindest fürs Erste einigermaßen gut. Wir dekappeln den Antrieb. Den müssen wir dann nachher wieder einfangen. So, können uns jetzt aber zumindest schon mal freier bewegen. Wir sollten von hier steuern. Erstmal gucken, dass wir, wo hier oben unten ist. So, da vorne ist unser Ziel, der Docking Port. Und dann wollen wir hier mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Antriebsstufe lassen wir hier ein bisschen rumschweben. Wenn alles richtig funktioniert, können wir die am Schluss hier mit dem Teil in der EVA einfangen. Und mit zurücknehmen. So, wir wollen jetzt hier unsere Ausrichtung schon mal gucken, wie die passt. So, das Teil fliegt dann nämlich auch weg. Da müssen wir mal gucken, wie wir das einfangen, alles wieder. So, wir wollen langsam aber sicher anhalten. Und was ganz wichtig ist, wir wollen hier jetzt nicht, dass da die kappeln, denn wir machen lieber hier Undock. So. Der hat No Connection.
Ja, ja, klar, weil die Antenne inaktiv ist. Licht hat er genug, ne? Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. So, Power ist da. Er lädt sogar ein bisschen auf. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Teile rumfliegen. Wir werden kurz Calfrod Kerman in EVA. Ah, es ist... Da hat er mit Absicht gemacht, damit er ein bisschen EVA machen kann. So, dann müssen wir gucken, wie man das ACS ansteuert. Das Gute ist, dass die Antenne... Ja, das weiß ja keiner. Die habe ich auf dem ACS-Tank montiert. So, da ist die jetzt noch. Und jetzt kriegen wir die wahrscheinlich nicht mehr da raus, ne? Zwar hier ist die Antennenspitze noch zu sehen. Ja, geht schon wieder gut los. Gut, dann brauchen wir eine andere Antenne für. Habe ich jetzt aber keine Zeit, mich drum zu kümmern. Wir docken jetzt hier erstmal die Einheit an. So, Control from here. Und wir wollen gucken, dass wir uns ein bisschen... Ha, wir haben den ACS-Tank mit weggeschmissen. Ach, ich bin so toll. Ach, ach, wie grausam. Ach, du Scheiße. Okay, kommen wir schnell einfangen, bevor es... bevor es verschwindet alles. Ach. Mensch, schon Scheiße, ne? Wisst ihr ja. Dann aber richtig mit Anlauf. Ich muss mir beim Bauen wirklich mehr Zeit lassen. Vielleicht sollte ich das Bauen einfach wirklich wieder komplett rausnehmen. So. Okay, das hätten wir... So, hier müsste noch irgendwo ein... zweiter... Obwohl, wir haben ja auch die Rundtanks hier noch rumfliegen, ne? Aber auch... Machen wir es halt so. Mal so, wie er es macht. Alles im Freiflug hier. Alles im Freiflug. So, das hier wieder. Bisschen zurück. So. Mal gucken, das müsste jetzt ein bisschen in unsere Richtung kommen. Ich hoffe nur, dass die Leitung reicht. So, gut, ja, fast keine Behinderung beim Arbeiten jetzt mit dem hässlichen Teil noch dran. Okay. Ach Mann, ey, bei mir aber echt, also, boah, ne? Okay, dann mal wieder rein. Herrlich. Richtig toll. So, wir wollen jetzt erstmal die ganzen ACS-Ports hier deaktivieren. Okay, so, ACS haben wir wieder. Ach du Kacke, ey. So, wir steuern von hier und wir wollen diesen Port als Ziel und wir können den auch umbenennen, was auch immer das für einen Sinn haben soll. So. Ja, wie geil. Das wird wieder richtig spannend jetzt. So ein Mist. Das Ding da wie so ein... Wie dieser Leuchtefisch hier mit seiner Antenne. Antennenfisch oder wie der heißt. Hm.
Mich wundert, dass das nicht noch mehr Leute dieses Let's Play gucken. Vielleicht soll ich es Let's Fail nennen oder so. Ja, aufgrund nur der Dämlichkeiten, die hier passieren. Es ist einfach... Na. Gut, mit etwas Glück. Jetzt drehen wir die Geschichte mal rum. Mit etwas Glück passt es gleich genau. So, noch 26 Meter. 24. Wir eiern quasi so in diese Richtung. Müssen wir jetzt nochmal ganz kurz einen leichten Tusch weg von dem Skylab, weil mir das doch ein bisschen zu nah geht hier gerade. Also, ne? Nicht in Form von Heulen, sondern... So. So, und jetzt wollen wir uns ein bisschen annähern. So. Autsch. So, jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen annähern. So. Ja, das ist alles sehr, sehr, sehr langsam. Ich hoffe, dass die wirklich kompatibel sind zueinander, die zwei Kollegen hier. Calfrod Kerman ist ja eine Frohnatur. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es gar nicht. So, ich glaube, es wäre fast einfacher, das Skylab an dem Koffer anzudocken, als umgekehrt, aber... Ich will ein bisschen in der Richtung... So, wir kommen, also... Man muss ja auch bedenken, wir haben da oben eben passiert, glaube ich, was. Da ist gerade nicht viel passiert. Ich werde mal hergehen. Wir switchen mal rüber. Zum Skylab. Und werden mal versuchen, vielleicht besser hier von hier aus zu docken. Wenn wir das Ganze mal gedreht bekommen. Wir müssen erstmal gucken, wo wir den Punkt herkriegen. So. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen... Bisschen so. Jetzt mal kurz ein bisschen stabilisieren. Wie viel ACS haben wir eigentlich schon? Ach, ist ja auch fast leer. Wie schön. Wie schön. So, vielleicht sollen wir uns jetzt einfach mal ausrichten, wie es uns gelehrt wurde hier von diesem Teil. So. Okay, jetzt hier nochmal rum. So. Jetzt müssen wir ein bisschen den Rückwärtsgang einlegen. Und mal kurz hier das Ding sich beruhigen lassen. Okay. So, jetzt mal ein bisschen den Rückwärtsgang.
Pass auf, wie wir es machen. So, hier ist unsere Distanz. Minus 3 Meter. Also wir beschneiden uns noch um 3 Meter. So, jetzt sind wir positiv getrimmt oder wie man es nennen möchte. Ich weiß es noch nicht so genau. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal so. Wir wollen noch ein bisschen... ein bisschen nicht mehr so weit rückwärts. So. Natürlich zwischendrin muss ich das ACS-System abschalten, sonst zieht es uns dann doch ein bisschen zu schnell den Tank leer. So. Also direkte Distanz zwischen den beiden Ports. So. Vielleicht noch ein bisschen. Bisschen so. Restsprit 25. Wir müssen unbedingt bald mal beim Versorgen einen riesen ACS-Tank mit hochbringen. So, gleichzeitig... oh. So, gleichzeitig wollen wir gucken, dass wir hier ein bisschen auch vor allem näher kommen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier gegenhalten. Alles relativ langsam. Tut mir auch leid, mal wieder eine weitere Folge, nur Docking. Vielleicht schnippel ich es zusammen, ich weiß es noch nicht so genau. So, 20 Meter noch, 19. Jetzt wird's, glaube ich. So. Noch 6 Einheiten Sprit. Naja gut, ansonsten können wir hier nochmal auf den Tank zugreifen. So, wehe, die sind jetzt nicht kompatibel. Der hat gesagt, es wäre kompatibel. Er hat gelogen. Menschen lügen, das ist echt eine Sauerei. So. Aber wieso sagt er denn, dass die Docking-Ports kompatibel sind, wenn sie es nicht sind? Der Stinker. Normal müsste er jetzt schon ansaugen. Die sind kompatibel, ich fasse es nicht. In der Tat haben die angefangen. Ah, jawoll. Jawoll, endlich mal was klappt. So, okay.
Sind natürlich jetzt auf der Dark Side. Trotz allem... Ah, da haben wir jetzt auch das Transfer GUI. Trotz allem möchte sich Calfrod Kerman mal kurz hier das Ganze anschauen. So, wir haben hier momentan nicht die Möglichkeit, einen Ressourcentransfer aufgrund des veralteten Docking-Systems durchzuführen, aber wir haben ja dieses Ding hier noch im Orbit kreisen. So, das heißt, wir gehen zuerst mal hin. Und nehmen uns den Pipe Endpoint. So, attachen den mal hier, wo er später auch hin muss. Und, jetzt habe ich ihn wieder gegrabt. Gibt's noch nicht. So, linken den. Da vorne liegt unser Havarist. So, na komm. So, und jetzt können wir zumindest, wo ist denn der Havarist? Hier unten. Den Dockingport können wir noch nicht benutzen, aber wir haben hier diesen Tank. Aber wir haben hier diesen Tank. Und da können wir erstmal rumpumpen. So, was ist da noch an Monoprop drin? Ja, den Rest lassen wir dem Ding für einen De-Orbit-Vorgang oder für was auch immer. Hauptsache, wir haben die Außentanks erstmal voll. Das Teil lassen wir hier noch ein bisschen rumkreisen. Da hinten liegt auch noch die Unterstufe rum. So. Ah ja, und hier sind noch diese EVA-X-Packs, die wollen wir uns auch nochmal angucken. Die haben wir extra mitgenommen. Damit sollen die Kerbals richtig lange im Orbit bleiben können. So, wir müssen jetzt allerdings hier erstmal... Ich glaube, wir gehen hier dran. Wo kommen wir am besten hin? Das Beste wäre hier. Und dann hier hin. Zu attachen, zu linken. Jawohl, das passt ganz gut. So, damit hätten wir jetzt erstmal die Versorgung bereitgestellt. Jetzt wird's Zeit, Freunde, erstmal auf die Tagseite zu skippen, dass man mal was sieht. So, da geht die Sonne auf. So, und jetzt bricht, würde ich sagen, eine neue Ära des Weltraumlebens an. Hier kommt nämlich der Kirby-Tat-Ring. Hier, schaut euch diesen Detailreichtum an. Hier, not for use as a bouncing castle. Ja, emergency exit. Und jetzt können wir hier vor allem die Crew transferieren. In den Habitation Ring. Ja, die müssen jetzt hier nicht mehr die ganze Zeit im Labor rumsitzen. Die können jetzt schön in ihrem Habitat Ring sitzen, der leider noch kein IVA hat, quasi ein EVA. So. Und da können wir uns quasi die benötigten Kerbals aus dem Habitat, 10 Kerbals haben da drin Platz. Und können dort erstmal in Ruhe wohnen. So. Activate Habitat. So. Das Habitat benötigt noch Biomasse. Da müssen wir mal gucken, wie wir die herbekommen. Und ansonsten war es das, glaube ich, was wir hier machen können. Ach, das heißt Open Map. Jetzt habe ich das gerafft. Hä? Doch nicht. Ja, auf jeden Fall
haben wir jetzt hier erstmal unseren Habitation Ring. Hier unten können wir noch einen Docking Port anpacken. So, hier pass auf. Hier haben wir nämlich noch, die können wir auch beleuchten. Guck mal, wie schön. Zack, wie geil. Ja, hier machen wir noch ein bisschen. Das Ding zieht nämlich, glaube ich, nicht gerade wenig Saft. Wo haben wir denn unsere Electric Charge? Die sieht gut aus. So, hier das Ding können wir Flex-O-Tube. Da können wir, glaube ich, ein Ziel markieren. Dann können wir diese Flex-O-Tube auch ausfahren. Kann auch sein, dass man das in EVA machen muss. Also hier haben wir auf jeden Fall jetzt mal richtig ordentlich das Ganze hinbekommen, würde ich sagen. Ich gucke nur gerade, wo... wo die Daten rumfliegen vom Kibble-Experiment. Irgendwo müssen die Daten vom Kibble-Experiment noch rumfliegen, sonst müssen wir das nochmal machen. Hm. Gut, auf jeden Fall brauchen wir hier eine Crew jeweils, beziehungsweise drei zum Researchen. Das Research unterbrechen wir jetzt mal. Haben wir ja gerade nichts zum Forschen. Das heißt, in den nächsten Folgen, ich glaube, ich mache das jetzt in zwei, habe das eh in zwei Folgen geschnitten. In den nächsten Folgen werden wir also hier weitere Experimente nach oben bringen für dieses Modul. Dann können wir hier oben nochmal umbauen, nochmal dazwischen stopfen. Die Docking Ports sind ja, wie wir herausgefunden haben, voll kompatibel. Sieht auch ganz gut aus hier, wie das ineinander greift. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann diese Labormodule ausmustern, durch neue ersetzen, um halt hier auch diese Röhren, um darauf zu verzichten. Momentan versteifen die ganze Konstruktion und wir gucken mal, da wobbelt nichts, ne? Ich bewege hier gerade die Dings, also da, selbst beim Drehen oder so, also ich sehe nicht, dass das groß wobbelt. Ist also schon mal eine gute Sache. Bevor ich es vergesse, haben wir hier natürlich noch Solar Panels für ein bisschen mehr Saft. Und an der Stelle verabschiede ich mich dann auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.